Hallihallo, liebe YouTuber. Herzlich willkommen im Sommervideo. Ich bin in Ferien und ich habe heute so ein Problem. Und mein Problem ist, ich habe hier ein paar schöne Sonnenblumen. Ich bin eingeladen. Ich muss jetzt einfach einen richtig schönen Strauß machen. Und manchmal hat man nicht so viele Materialien, aber ich zeige dir jetzt im Video, wie man tolle Sachen in der Natur findet und wie man trotzdem einen richtig schönen Strauß gestalten kann. Bleib mal dran und dann geht's in die Details. So, also ich habe hier diese wunderschönen Sonnenblumen gekauft, habe hier 5 Stück ergattert und dann war ich natürlich unterwegs. Dann habe ich noch gesehen, ich habe hier einen schönen Efeu, den habe ich schon geschnitten und geputzt. Und wir gehen jetzt gleich mal aufs Feld, weil da findet man noch richtig tolle Sachen für diesen schönen Strauß. Kommt mal mit. So, also ich bin jetzt hier im tiefsten Bayern und das ist jetzt auch der Grund, warum es nicht jede Woche ein Video gibt. Es ist jetzt einfach mal Erholungszeit. Ich bin eingeladen. Wir wollen zu meiner Patentante und ich kann natürlich nicht ohne Blumen dahin gehen. Ist klar, ne? Oder? Ja, deswegen, es gibt hier keinen Föhn, es gibt keinen Strom. Es ist alles ein bisschen einfach und deswegen sehe ich heute ein bisschen anders aus als sonst. Aber geht auch mal Natur pur. Hier ist also auf der Wiese. Direkt gegenüber von unserem Häuschen haben wir hier diesen schönen Rheinfarn. Ja, der hat auch so, der erinnert fast mit diesen gelben Blütchen. Es gibt ja auch in Gelb mit vielen Blüten diese Mini-Chrysanthemen, die verzweigten. Also der Rheinfarn ist sehr, sehr schön, hält auch ganz toll. Und dann gibt es noch auf dem Feld, was ich auch wunderschön fand, da werde ich gleich nochmal welche suchen, gibt es so verzweigte, ja, so Kamille-ähnliche Blüten. Und außerdem gibt es hier auch noch Sauerampfer. Ich will euch nicht jetzt in die ganze, ja, in die ganze Wiese mitnehmen, aber ich werde jetzt hier mal richtig schöne Sachen zusammensuchen. Und dann ist wie immer ganz wichtig, alles muss geputzt werden. So, müssen immer alle Blätter abgemacht werden. Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Das kennt ihr ja schon für die Sträuße. Und das kann ich auch hier in der Wiese machen, weil dann habe ich weniger im Grünmüllbeutel. Ich gehe jetzt einfach mal sammeln und dann zeige ich euch gleich mal meine Ernte. Und wenn man dann so fleißig war, dann hat man hier schon so ein Sträußchen. Eigentlich sieht das jetzt schon schön aus. Ich möchte es natürlich anders gestalten. Und da ich ja auch kein Randgrün habe, sonst haben wir oft Aralien oder Eukalyptus. Ich habe von dem Mais, von den Maisblättern, habe ich einfach hier das Grün genommen und habe unten das Blatt abgeschnitten, so dass natürlich möglichst wenig von den Blättern ins Wasser kommt. Und da dachte ich, kann man die eigentlich außen rum machen. Und jetzt schnappe ich aber erstmal meine Sonnenblumen. Und hier seht ihr dieses wunderschöne, ich meine, das ist Septemberkraut, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Und schnappe das auch mit meinem Efeu und mit meinen Sonnenblumen. Und dann gehen wir mal zum schönsten Arbeitsplatz, den ich in letzter Zeit hatte. Das ist nämlich der Arbeitsplatz am See, aber ich nehme auch alles mit. So, dann habe ich schon einen Eimer mit Wasser vorbereitet. Das Wasser ist gepumpt aus dem Brunnen. Es gibt hier keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser. Es ist jetzt einfach mal so eine ganz einfache Zurück zur Natur Behausung. Und es macht auch total Spaß. Und es ist jetzt einfach richtig schön zum Runterkommen. Und es ist zu Hause viel erledigt.
Es ist viel abgeschlossen. Mein Laden ist übergeben. Ich habe im Moment eine Zeit, ja, vor meinem nächsten Beruf und nach meinem alten Beruf. Und ich genieße es und nutze die Zeit. Ja, wie immer lebt das Binden vom Strauß, lebt natürlich immer davon, dass man alles gut vorbereitet. Und Vorbereitung, ich habe jetzt hier also diesen Tisch, Vorbereitung, man sieht, ich habe wirklich tolle Sachen gesammelt. Vorbereitung ist, alle Blumen zu putzen, das Grün zu putzen. So, mein Messer fällt schon runter. Das Grün zu putzen. Ich habe also das Septemberkraut, den Rheinfarn habe ich schon geputzt. Die Sonnenblumen, da müssen alle Blätter ab. Hier sind so wunderschöne Beeren. Ich kenne immer die Viburnum-Beeren. Die sind ähnlich. Und die hier sind auch wunderschön und machen natürlich einen ganz tollen Farbklecks im Strauß. So ist es gedacht. Und erstmal alles an Grün abmachen. Und es ist witzig, gell? Es ist immer, der Grünmüllbeutel ist nur vom Putzen der Blumen. Da fällt schon immer ganz schön viel ab. Das denkt man gar nicht. Und so viele Leute denken, wir holen in der Floristik die Blumen aus dem Großmarkt und stellen die so in die Vasen. Und wenn man dann mal guckt, was wir an Grün putzen und was eigentlich an Müll abfällt, was an Blättern und Dornen abfällt, das ist wahnsinnig viel. Und der Laie, der denkt überhaupt nicht, dass es so viel, dass zum einen so viel Menge ist und zum anderen, dass es natürlich auch so viel Dreck macht. Ja. Und dann guckt man immer so die Floristenhände an. Ich lese ja auch immer, was meine Kollegen so im Internet posten und schreiben. Und die haben, im Winter sind es die harzigen Finger und im Sommer ist jetzt auch der Eukalyptus, den man nicht abbekommt. Und die Handwaschpasten erfreuen sich größter Beliebtheit bei Floristen, weil die müssen auch irgendwie ihre Hände sauber bekommen. Es macht also alles viel Dreck. So, ich fange an, meinen Strauß zu binden, indem ich die größte Sonnenblume habe ich jetzt automatisch schon mal genommen. Die kommt in die Mitte. Ich lege alle Stiele in der Spirale an. Ganz, ganz wichtig, immer in die gleiche Richtung. Ich drehe meinen Strauß in der Hand und ich habe jetzt natürlich auch wunderschöne Straußzutaten. Und ganz wichtig ist, den Strauß nicht vergessen, das Drehen, ja, weil manche drehen zu wenig und dann bekommt man auch nicht diese lockere Haltung oder die Fülle. Also immer drehen. Und was hat die Spirale noch für einen Sinn? Ich habe es natürlich auch schon oft erzählt, die Spirale hat auch den Sinn im Strauß, dass ich nachträglich kann ich auch Blüten einfügen. Die Stiele gehen alle in die gleiche Richtung. Das heißt, auch das Einfügen von Stielen geht natürlich auch immer in die gleiche Richtung. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Grund. Wenn ich jetzt diese Stiele so kreuz und quer anlegen würde, dann würde ich vor allem weiche Stiele quetschen. Und das wäre dann bei zum Beispiel Callas wäre das der Fall. Callas sind sehr empfindlich und haben sehr weiche Stiele. Das wäre jetzt bei einem, zum Beispiel hier bei so einem Stiel von einer Sonnenblume, da ist das kein Problem. Aber wenn eine Blüte einen ganz weichen Stiel hat, dann wird er gequetscht werden und dann wird diese Blüte schlicht und ergreifend im Strauß kaputt gehen. Und das ist ja, das wäre natürlich ein Jammer. So, ich drehe meinen Strauß fleißig in der Hand, zupf auch immer wieder Grün ab, zupf auch immer wieder was weg. Wenn ich sowas hier sehe, dann zupfe ich natürlich hier so ein kleines Ästchen ab. Das ist so ein Automatismus. Wenn du noch nicht so oft einen Strauß gebunden hast, dann solltest du auf jeden Fall vor dem Binden alles putzen, alles vorbereiten, weil das erfordert ein bisschen Fingerfertigkeit, das während dem Binden zu machen. Und ich mache das immer hier so mit Zeigefinger und Daumen. Aber wenn du das noch nicht so oft gemacht hast, dann würde ich das schön vorbereiten und nicht erst beim Binden machen. Das ist dann
zu anspruchsvoll für die Hände. Aber ich glaube, es wird jetzt mal so ein richtig schöner Sommerstrauß. Das ist echt der Hammer. Und hier kommt jetzt wieder der Vorteil meiner Spirale. Ich kann einfach, wenn ich meine, ich möchte hier was einfügen, dann ziehe ich das einfach rein. Das heißt, ich gehe, das ist so dieses nachträgliche Reinsetzen. Ich suche mir die Stelle aus, wo ich die Blüte gerne hätte, füg die hier ein und habe hier relativ schnell auch schon unten den Stiel und ziehe an dem Stiel, bis die Blüte an der Stelle ist, wo ich sie gerne hätte. Meine Sonnenblumen sind jetzt schon alle im Strauß drin. Das Volumen steigt beachtlich. Das ist interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Strauß so voluminös ist. Man sieht auch zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wo mache ich das hin? Hier ist schon weiß, hier ist weiß, hier ist weiß, hier ist jetzt noch relativ wenig. Ich habe tatsächlich immer noch Blüten auf meinem Tisch zur Verfügung und die verteile ich jetzt. Und da ich keinen Laden habe und da ich hier nur am See bin und da ich halt nur diesen einen Strauß binden möchte, kommt jetzt tatsächlich auch in diesen einen Strauß alles rein, was ich habe. Die Tante wird sich freuen und ich hoffe es und wird dann an diesem sommerlichen Strauß ihren Spaß haben. Und das Schöne ist ja tatsächlich, ich habe 5 Sonnenblumen gekauft und kann dann, indem ich ein bisschen suche in der Natur, indem ich ein bisschen unterwegs war, kann ich diesen wahnsinnigen, üppigen, tollen Strauß binden. Man sieht also im Sommer ist es tatsächlich möglich. Im Winter sieht es schlecht aus. Aber was es immer gibt, auch bei uns, was es immer gibt, ist Efeu. Efeu kannst du das ganze Jahr holen. Mein Bindebast verhakt sich. So. Efeu kann man immer holen. Und den gibt es das ganze Jahr. Und wichtig ist auch beim Efeu, dass ich den jetzt nicht so reinbinde, dass ich auf diese Blattunterseite gucke, sondern ich möchte auf die Blattoberseite gucken. Das habe ich mal in meinem Praktikum falsch gemacht. Und da bin ich dann gleich deutlich korrigiert worden. Also es gibt Sachen, die man dann auch relativ schnell lernt. Ja, das ist jetzt, also der ist jetzt schön kugelig geworden. Und ich habe noch einen, ja, der hängt ein bisschen, den schmeiße ich weg. So, und ich habe jetzt also noch meine Blätter vom Mais, die eigentlich auch im Strauß ganz gut halten dürften. Die lege ich hier auch an. Kann auch noch begleitend ein bisschen Efeu. Bisschen Efeu um den Strauß drumherum binden. Aber ansonsten muss ich sagen, meine Hände sind voll. Der Strauß ist groß, groß und dick. Und ich habe auch einen richtig schönen großen Eimer Wasser vorbereitet und werde auch gucken, dass ich bei diesem sonnigen Wetter den Strauß schön kühl und schattig stelle. Weil die Kunden fragen dann immer, wie muss ich den Strauß stellen, wenn sie den kaufen und auch über Nacht behalten? Dann sage ich kühl und dunkel, weil Licht und Wärme öffnen die Blumen und wir wollen ja auch, dass die Tante ganz lange Freude hat. Ja, das ist der Sommerstrauß mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Ich sage jetzt mal fast der Sommerstrauß durch den Spaziergang vom Feld gebunden. Und ich glaube, wenn man noch nie einen Strauß gebunden hat, dann hat man wahrscheinlich schon fast Probleme, den zu halten, weil meine Hände sind jetzt auch ziemlich voll, kann ich euch sagen. Ich bin froh, wenn ich den Strauß aus der Hand lege und wenn ich fertig bin und wenn er gebunden ist. Ach ja, binden ist dann natürlich auch noch so ein Spezialthema. Man sollte auf jeden Fall einen guten Bindebast haben und der Strauß muss auch schön festgebunden werden. So, ich habe jetzt also ein Haufen Stiele hier, man sieht unten, wie viel Blumen oben drin sind. Wahnsinn. Und ich kann jetzt hier nicht fegen, deswegen schneide ich alles mal schnell in den
Grünmüllbeutel rein. Ja, zum Thema Binden. Ich nehme den Bindebast, halte ihn mit einem Finger hier fest, wickle den Bindebast so zweimal um den Strauß rum und habe ihn ja von der anderen Seite noch. Ich mache mal ein Efeublatt weg, dann sieht man mehr. So, und dann verwinde ich nicht nur einmal, sondern nochmal. Ich ziehe erstmal fest und dann winde ich zweimal den Bast. Also einmal, zweimal, so, und durch dieses zweimal Winden kommt der Bast nicht so zurück und öffnet sich die Vorbereitung des Knotens nicht so schnell, kann das mit einem Messer abschneiden und fertig gebunden ist der Strauß. Und der ist jetzt schön schwer, der sollte so fest gebunden sein, dass wenn ich den Strauß an einem Stiel halte, dass der nicht mehr aufgeht. Das ist also der Sinn dessen. Und wenn ihr noch mehr Sommersträuße sehen wollt, dann guckt meine Playlist Sommersträuße. Da habe ich richtig tolle Sträuße mit Artischocken, mit Brombeeren und also richtig tolle Sachen. Es ist wert, es zu gucken. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen und wünsche euch einen wunderschönen Sommertag. Eure Margit. Tschüss. In meiner neuen Playlist Sommerblumen und Sommersträuße habe ich die 31 schönsten Sommervideos für dich sortiert. Schau mal rein, ich freue mich auf dich!